Er macht einen Fehler. Er geht auf Valera zu dem Gegner. Das ist echt. Und da habe ich ihn verarscht. Ja, und da habe ich ihn. Oh Gott. Nice. Und da habe ich das Pyro-Schwert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Skywars und heute mal spiele ich mal auf der Map Inna. Die habe ich glaube ich noch nie auf meinen Kanal gebracht, weil man da echt so unnormal schnell rausfliegt. Aber jetzt bin ich endlich dazu gekommen und bin drin geblieben bei Inna. Und ja, deswegen kann ich diese Map jetzt endlich spielen. Und doch, ich habe die schon mal gespielt bei der No English Words Challenge, fällt mir gerade ein. So, ich werde dann mal sagen, ich gehe mal zum ersten Gegner. Wäre ziemlich blöd. Ich geb mal zur Sicherheit. I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, cause I like the lonely vibe. But they'll never know, cause I'm always. Und habe seine Equip. Nice. So, der hatte einen Feuerresistenztank, das ist sehr OP. Falls mich jetzt jemand in Lava oder sowas machen will und es sogar schafft, dann juckt es mich nicht und ich muss mich nicht mal löschen. Ist das nicht cool? Okay, dann würde ich sagen, traue ich mich mal in die Mitte. Hier ist eine Truhe. Mit einfach mal zwei Gaps drin. What the fuck? Und du? Was willst du? Ich wusste es doch, dass die Leute hier mit Schneebällen spielen. Das ist immer so. Aber das ist auch normal. Alter. Mit der Angel hat er eine richtig krasse Kombo gemacht. Oder der hatte halt einfach sich eine Angel gemacht. Aber das war echt OP mit der Angel. Oh Gott! Da will ich mich mal angreifen. Ja, was willst du denn? Runter mit dir. Ciao. Und da will einfach mal jemand in die Mitte. Das müssen wir verhindern. Aber er schafft es, oder? Und da haben wir ihn, nice. Den haben wir richtig rasiert, aber ohne den Healing Potion. Doch, es könnte sein, dass ich den auch ohne den Healing Potion besiegt habe, aber ich weiß es nicht. So, und wo sind denn die letzten Gegner? Jetzt mal echt. Okay, den holen wir uns. Niemals mit. Und. Oh, ciao. Nein. So, voll equipped und voll sortiert. Und. Kriegen wir den? Er macht einen Fehler. Er geht auf Valera zu einem Gegner. Das ist echt. These palm trees, they sway me. Each night and each day I'm kind of on a dream. Nice. Und da habe ich das Pyro-Schwert. Huh. Okay, dann würde ich sagen, drauf! Als ob. Nein! Oh, zum Glück war der noch One-Hit, Alter. Der hätte mich so grasiert. Puh. Und drauf! Hätten wir. So, und jetzt würde ich sagen, gibt's ein bisschen Pyro-Action, oder? Alles klar. Weg damit. Hat jetzt auch Pyro. Okay. Nice. Das ist noch einer.
Der hat auch nicht so eine gute Rüstung. Oh, yeah. Ey, den haben wir sogar noch bekommen. Oh mein Gott. Feeling myself too much, oh I'm missing your touch. Listen to where you say my name. If I'm away, you know I stay. But I got these songs to cut, and it's still with an empty cup. I've been sipping this drink too much, but goddamn, I've been working hard as fuck. And what's wrong without playing? Nein! Oh man, ich hab nicht auf meine ersten geguckt, aber hätte ich mein Leben, hätte ich ihn bekommen. Mit Sicherheit. So Leute, finale Runde und mal gucken, ob wir hier besonders gut was reißen. Okay, keine gute, also so gut wie gar keine Rüstung bekommen. Das ist ziemlich blöd, aber hier haben wir was. Okay, reinhauen. Crafting Bench. Sortieren. Fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist zum Gegner zu... What the fuck? Zu gelangen. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen direkt drauf. Oh! Der Blowground. Nein! Fuck! Da bin ich einfach mit No Tactics einfach draufgegangen und habe gehofft, dass ich was reiße. Nun gut, wenn euch diese heutige Folge von Minecraft Skyhouse gefallen hat, dann würde ich mich natürlich für eine positive Wertung freuen. Haut rein und ciao!